Jetzt bin ich gerade mal draußen gewesen, habe den Briefkasten gesetzt und habe nochmal nach den Kakteen geschaut. Wir sollten jetzt auf jeden Fall unseren ganzen Kakteenbestand noch ein bisschen mehr aufstocken. So, hier ist unsere Mailbox. Kann man aber nichts mitmachen. Ich glaube auch nicht, dass uns hier jemand Post bringt. Es ist ja niemand da. Es sei denn, die Humans-Mod greift irgendwann nochmal und ein Jäger und Sammler kommt vorbei, der zufällig Post für uns hat. Aber das weiß ich nicht, ob das passiert. Ich bin überhaupt gespannt, ob wir mal jemals so einen Jäger und Sammler oder überhaupt irgendwen sehen. Ob diese Mod, die ich hier vor längerer Zeit schon installiert habe, die konnten wir bisher noch nicht austesten, weil wir noch nicht groß rausgekommen sind. Ja, wir sind ja im Moment sehr vertiefend hier noch in diesem Haus eigentlich beschäftigt. Aber wenn wir da mal rausgehen, dann müssten wir eigentlich irgendwo mal im Wald oder in den Bergen oder wo wir uns auch immer aufhalten, da mal irgendwas sehen. So, jetzt immer ein bisschen Sand hier raus bei der Gelegenheit. Ach, ich bin ja immer mal froh, wenn wir so ein bisschen aufs Feld gehen können. Wenn wir so ein bisschen, ja, so ein bisschen hier... Oh, es wird dunkel. Mal eben ganz kurz reingehen, nochmal eben schlafen, dass wir das bei Tag eben machen. Übrigens, was mir auch so aufgefallen ist, wir haben seit längerer Zeit nichts mit Monstern zu tun gehabt. Und das zeigt auch, wie emsig wir hier in unserem Haus beschäftigt sind. Also ich habe ewig keinen Creeper gesehen. Übrigens, der Zuschauer Merlin Mo hat sich sehr gefreut, dass ich das Bett mit seinem Logo benutze. Das ganze Texture Pack ist ja von ihm, was ich hier benutze. Oder von zweien. Er und sein Kumpel machen das ja. AC Gaming und Merlin Mo habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Will ich jetzt auch nicht immer wieder machen. Aber er hat sich sehr gefreut, dass ich immer noch seine Texturen auf dem Bett habe. Ja, freut mich auch sehr. Und jetzt gucken wir mal eben, wie das hier aussieht. Also, Kakteen, Kakteen, Kakteen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir das direkt daneben setzen. Aber wahrscheinlich geht es wirklich direkt daneben nicht. Deswegen machen wir einfach hier nochmal so eine Reihe. Wieso habe ich das hier nicht mit Erde gefüllt? Wieso fehlt hier so viel Erde? Ist ja voll doof. So, bis wohin muss das denn jetzt? Bis hierhin, da, 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 da. Das würde ich also schon gerne... Moment mal, das... Das müssen wir jetzt hier aber dann vernünftig machen. Nehmen wir das mal eben hier weg. Unsere Schaufel gibt auch den Geist auf. Habe ich auch ganz vergessen, dass wir da kaum noch was... Dass die auch nicht mehr lange hält. So, Steine eben weg. Gewämst und schon können wir loslegen hier mit unserer Reihe. Aber hier haben wir komplett Sand durchgehend gemacht. Dann sollten wir das... Sieht doch, glaube ich, besser aus. Sieht, glaube ich, besser aus. Wir haben jetzt nicht allzu viel Sand mitgenommen. Es sind jetzt nur zwei Stacks, aber ich glaube, das ist völlig Latte. So, diese ganze Fläche soll jetzt bitte... Sand werden. Bis hinten durch, komplett. Ah, genau, da war uns der Sand ausgegangen. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht pieken. Aber die wachsen einfach zu langsam. Also ich bin ja generell schon froh, dass die überhaupt hier wachsen. Ich habe damit gerechnet, dass die vielleicht sehr viel langsamer oder gar nicht wachsen. Aber prinzipiell ist es ja eigentlich so, dass jede Pflanze in Minecraft, in jedem Biom wächst. Nur wächst sie eben unterschiedlich schnell. Und obwohl wir nicht in der Wüste sind, finde ich immer noch, das geht mit dem Wachstum. Na, wunderprächtig. Das reicht für eine Reihe. Obwohl, die können wir auch noch ein bisschen weitermachen. Wir werden wahrscheinlich sowieso nicht genug ernten können. Aua, ja, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Ich gehe ja seitlich. Ich sammle die gleich ein. Wir gehen jetzt erstmal die Reihe hier runter, um hier mit unserer Kakteenzucht so ein bisschen weiterzukommen. Und da werden wir zwischendurch irgendwas anderes machen. So, jetzt werden wir uns saumäßig wehtun. Au, au, au. Ist mir total egal. Ich will die alles einsacken. So. Wie viel haben wir? Vier? Nein, das kann nicht sein. Es müssen mehr sein. Habe ich nicht eben mehr als vier von den Dingern mitgenommen? Ich habe doch mehr von den Dingern jetzt mitgenommen. Wieso sind da nur vier drin? Was ist hier los? Stehe ich nicht. Das müssen doch mehr gewesen sein. Ich habe jetzt auch nicht gezählt, bin ich ganz ehrlich. Na, warte mal, wir können...
Oh, 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 die Schaufel gibt den Geist auf. Aber die werden wir komplett abarbeiten, also komplett wegarbeiten, die Schaufel, und einfach eine neue machen. Wir haben ja unseren... Da sparen wir Material mit. Da brauchen wir nämlich dann nur einen Diamanten. Und, gut, wir könnten die jetzt auch reparieren. Ich meine, wir haben 35 Punkte. Lass mich mal überlegen, ob wir die mal eben reparieren. Wir können das ja mal eben austesten. Punkte haben wir ja genug. Dann sparen wir sogar einen Diamanten. Im Endeffekt ist es egal, aber wir haben so viele Punkte. Wenn wir jetzt sterben, dann sind die alle weg. Das wäre sehr, sehr schade. Das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen müssen die Kakteen jetzt wachsen und wir müssen eine neue Schaufel haben. Warum die Kakteen jetzt schnell wachsen sollen, hat einen ganz bestimmten Grund. Ich habe das ja schon mal leicht angedeutet. So, wie gesagt, mit dem Badezimmer bin ich irgendwie noch nicht ganz zufrieden, aber vielleicht fällt uns auch noch irgendwas ein. Ich warte einfach mal auf Kommentare. Vielleicht gibt es da noch nette Vorschläge, was man da noch machen kann. So, Zaubertisch. Zaubertisch. Schaufel. Effizienz 4, Haltbarkeit 3. Wenn ich die jetzt repariere, wie viele Punkte verliere ich dann wohl? Steht hier nirgends, ne? Ach, Moment. Ich habe es lange nicht gemacht, sorry. Reparaturkosten 34. Ist es das wert, die Schaufel zu reparieren und einen Diamanten zu sparen? Ist es das wert? Ich meine, unsere Waffen sind insgesamt noch relativ gut. Die sind relativ gut. Maximale Verzauberungsstufe. Behutsamkeit. Was käme dazu? Wenn ich jetzt... Moment mal eben. Spieler Level 35. Reparaturkosten 34. Wenn ich jetzt einfach ihr Glück auswähle, muss ich dann nichts für die Reparatur bezahlen? Oder wird dann einfach nur der Zauber auf diese Schaufel gelegt? Also es wäre jetzt saublöd, wenn die jetzt gleichzeitig... Oder es wäre jetzt von der Spielplanung her natürlich total doof, wenn jetzt auch die Schaufel repariert werden würde. Aber das würde sie wahrscheinlich nicht, wenn wir jetzt hier einen Zauber drauflegen. Aber wir brauchen hier nichts von dem Zauber, der hier aufgelistet ist. Behutsamkeit brauchen wir für die Schaufel nicht. Könnte man, ja, könnte man haben, aber brauchen wir nicht. Behutsamkeit brauchen wir einfach nicht. Haben wir bis jetzt nie gebraucht. Habe ich früher in Minecraft Vanilla öfter mal benutzt, aber hier brauchen wir das, glaube ich, erstmal nicht. Deswegen nutzen wir das auch nicht. Wir reparieren die jetzt einfach mal. Soll ich die reparieren? Komm, wir reparieren die jetzt. Mal eben gucken. Ich kann jetzt immer noch reparieren, ne? Ich kann jetzt immer noch reparieren. So, jetzt hat es funktioniert. Okay. Mit Zauber gleichzeitig, das ging nicht. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, alles klar. Wir haben also wieder eine super Schaufel. Wir haben einen Diamanten gespart. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Fabi, warum hast du das gemacht? Das war doch jetzt total blöd. Du hättest doch jetzt einen Diamanten opfern können. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir können uns schneller hochleveln, als Diamanten finden. Im Moment sind wir nämlich nicht unter Tage. Im Moment sind wir nicht im Berg. Und wir brauchen im Grunde genommen auch keine Punkte im Moment. Wir brauchen die zurzeit überhaupt nicht. Wir haben längere Zeit keine Punkte benötigt. Und die Waffen und Werkzeuge, die wir im Moment haben, die halten sicherlich noch eine ganze Weile. Also da müssen wir erstmal gar nichts tun. Von daher ist das egal. So, jetzt lassen wir mal unsere Kakteen noch eine Weile wachsen. Und gucken mal, was noch so ansteht. So, wir sind wieder im Keller. Und ich glaube... Sorry. Ach, da können wir auch was reintun, sehe ich gerade. Ein Fass, ja. Ist jetzt nicht das Thema. Ich würde nämlich gerne Folgendes machen. Ich würde gerne ein Verlies bauen. Ein Verlies. Und zwar würde ich das gerne auf unserem Friedhof machen. Wir haben jetzt die richtigen Sachen dafür da. So, jetzt sehen wir das Skelett. Unseren Freund nehmen wir jetzt mal wieder mit. Den werden wir auch erstmal wieder in die Deko-Bench zum Grid hinzufügen. Und diese ganze Deko-Bench nehmen wir mit. Alle Rohstoffe sind da ja drin. Also alles, was wir da reingegeben haben, ist da drin. Sollte auch für eine ganze Weile reichen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir davon brauchen. Aber wir müssen halt diese
Dekobank mitnehmen. Ich habe auch noch andere Sachen mitgenommen, die wir vielleicht für das Verlies gebrauchen könnten. Grabsteine habe ich gerade nochmal ausgewählt. Die brauchen wir eigentlich nicht, aber für den Fall, dass wir sie herstellen wollen, habe ich nochmal geguckt, woraus man sie eigentlich herstellt. Man fängt mit diesem Grabstein ja an und hat dann eben hier Pflastersteine. Aber das brauchen wir alles nicht. Also im Moment brauchen wir keine Grabsteine, weil auf dem Friedhof ja schon Grabsteine vorhanden sind. Und deswegen werden wir uns auf den Weg zum Friedhof machen. Mit Holz, mit Weidenholzbrettern. Ach Quatsch, Eisengittern. Ja. Nochmal von Anfang an. Weidenholzbretter, Eisengitter. So, dann ein paar Fackeln. Block des Zimmermanns, wofür wir den brauchen, werde ich noch zeigen. Dann eine Fire Door, Fear Door. Also, ob wir die gebrauchen, weiß ich nicht genau. Aber die werden wir erstmal mitnehmen. Kürbislaternen haben wir nur eine dabei. Die haben wir sowieso immer dabei. Die brauchen wir nicht. Dann habe ich noch was in den Rucksack gepackt. Und zwar viele, viele Steine und Kerzen. Und alles andere werden wir mit der Deko-Bench machen. Und ich würde jetzt sagen, ich wollte jetzt gerade schlafen gehen. Aber ich glaube, das machen wir gar nicht. Wir gehen jetzt bewusst im Dunkeln auf den Friedhof. Ich bin mir ziemlich sicher, dass noch einiges fehlt. Aber wir haben es ja nicht weit zurück. Und ich bin so richtig froh. Ich habe richtig Lust, wenn ich mir das hier angucke, auch mal wieder diese Strecke entlang zu fahren. Und die Strecke vielleicht auch noch ein bisschen weiter zu bauen. Was ist denn hier gewachsen? Muss das hier so dermaßen zuwachsen? Das will ich aber nicht. Wieso ist hier so ein Wahnsinnsbaum gewachsen? Ist nicht drin. Ist nicht drin. Moment, der Mond. Ah, die Nacht ist schon wieder fast vorbei. Schade eigentlich. Ich mache das jetzt erstmal nur notdürftig. Sorry. Ich muss jetzt einmal, wir müssen einmal diesen Baum fällen. Das geht nicht. So. Wenn wir die Setzlinge nicht einsammeln. Warte mal, Buchsbaum. Kann man nicht daraus auch grünen Farbstoff machen? Fällt mir gerade ein. Das geht doch, glaube ich, oder? Kaktusgrün. Ja, wunderbar. Warte mal, ein Buchsbaum. Manchmal kommen da auch zwei raus. Oder? Kommt da immer nur einer aber raus? Weiß ich gar nicht. Also wenn da, wenn man den abbaut, wenn da auch manchmal zwei bei rauskommen, dann können wir auch Buchsbäume züchten. Ich hatte jetzt gerade das Gefühl, dass das so ist. Dass auch manchmal zwei rauskommen. Weil damit können wir jetzt Kaktusgrün ernten. Aber das ist jetzt ja gar nicht unser Thema. Was machen wir eigentlich schon wieder? Das will ich doch jetzt gar nicht. Man ist irgendwie immer so im Aufräumwahn. Wenn man irgendwas sieht, was nicht hundertprozentig in Ordnung ist, will man das immer erst in Ordnung bringen, weil man es sonst vergisst. So, jetzt stelle ich erst meine Fackel hin. Sonst seht ihr nachher wieder Monster. Die wollen wir ja jetzt hier nicht haben. Obwohl es ja ganz nice ist, so in der Nähe des Friedhofs auch ein paar Zombies anzutreffen. Das hätte schon was. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle Setzlinge eingesammelt. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Das muss jetzt so reichen. Ich meine, wenn hier jetzt ein Baum wächst, ist das ja egal. So, das Problem ist, kommen wir jetzt hier eigentlich rüber? Ja klar, die Treppe ist ja schon hier. Wir sind schon da. Es wird jetzt zwar Tag, aber wir sind auf dem Friedhof. Da wir sowieso die meiste Zeit unter dem Friedhof arbeiten werden. Und wenn du ältere Folgen gesehen hast, dann weißt du auch, wovon ich rede. Boah, dieses Huhn ist absolut ungruselig. Wo ist das? Wo war das Huhn denn jetzt gerade? Alter Huhn! Boah, das nervt mich jetzt, dieses Huhn. Wieso rennt hier jetzt ein Huhn rum? Wo ist das? Da. Ihr müsst auch nicht überall sein, ne? Ganz ehrlich. Fridolin der Erste, rest in peace, treuer Gefährte. Komm, einen Apfel bekommst du jetzt. Äpfel magst du doch, oder? Der ist für dich. So. Den brauchen wir nämlich nicht. Hier ist unsere Gruft. Von Eisengitterzäunen umgeben. Leider ist jetzt schon wieder Tag. Das macht die Stimmung etwas kaputt. Aber wir gehen jetzt in die Gruft hinein. Und seinerzeit wurden hier zwei Särge abgestellt, die eigentlich gar nicht wie Särge aussehen. Und ich würde jetzt sehr gerne einen Gang
noch weiter nach unten machen. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die Freiheit und nehmen diesen Sarg hier weg. Und werden mal versuchen, hier in einen kleinen Gang... Warum flüstere ich eigentlich? Einen kleinen Gang nach unten zu machen. Unter den Friedhof. So, da fängt die Erde an. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Es geht unter die Erde. Und irgendwo hier... Ich mache erstmal wieder zu. Ach, die Klappe ist schon zu. Trotzdem ist das hier so hell. Ja, ist ja auch nicht... Übrigens, auch sehr cool. Wir haben hier schon weiße Kerzen. Wir haben hier schon weiße Kerzen. Bei Kerzen fällt mir gerade ein. Ich habe noch nie diese großen Kerzenständer gecraftet. Mal gucken, woraus die eigentlich hergestellt werden. Hätte ich eben noch dran denken können. Habe ich vergessen. So, gehen wir noch ein bisschen tiefer? Oder wie ist das hier? Ein bisschen tiefer können wir noch. Noch ein bisschen tiefer. So. Hier wird unsere Gruft entstehen. Genau hier. Genau hier wird sie entstehen. Müssen wir mal eben gucken, wie hoch die sein soll. Die soll eigentlich gar nicht so hoch sein, habe ich mir überlegt. Allerdings, wenn wir die komplett auskleiden wollen mit Gestein. Hier setzen wir jetzt erstmal normale Fackeln, dass wir ein bisschen was sehen. Und dann werden wir diese Gruft erstmal vergrößern. Die muss auch gar nicht so klein sein. Mit unserer Spitzhacke macht das richtig Spaß. Damit können wir eigentlich eine riesige Gruft ausheben. Und ich habe richtig Bock drauf, so ein kleines Verlies hier zu bauen. So ein bisschen gruselig. Unter dem Friedhof. Ein wenig versteckt. Vielleicht machen wir das noch so, dass diese Gruft noch ein bisschen mehr versteckt ist. Mit noch mehr Gebüsch. Oder dass wir die Klappe, diese Luke über der Gruft noch ein bisschen mehr tarnen. Ich weiß es noch nicht. Das muss sich alles erst so ein bisschen entwickeln. Aber da hätte ich schon... Da hätte ich schon Bock drauf. Mal schauen. So.